Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem YouTube-Kanal. Heute geht es um den Vento und zwar braucht der TÜV. Und was dafür alles gemacht werden muss, seht ihr gleich nach dem Intro. Da wird hier vorne schon angefangen, hier die Stelle zu schweißen und hier unten am ganzen Schweller die Ecke und unten drunter ist noch ein Stopfen. Können wir nachher auch nochmal drauf eingehen. Das haben wir jetzt mal nicht gefilmt, wie wir es geschweißt haben. Das werden wir gleich erstmal dann mit der Fächerscheibe nochmal glatt machen, alles und schön. Und dann einmal einschmieren das Ganze, damit das auch nicht weiter rostet. Und ja, dann muss hinten, gibt es nochmal eine neue Bremse hinten drauf. Also Belege. Und ja, die Hinterachslager müssen auch noch getauscht werden. Aber dazu dann später mehr. So, jetzt ist hier alles eingepinselt soweit mit dem Rostschutz-Lackfarbe und ja, jetzt geht es gleich erstmal hinten weiter, die Bremsleitung lösen und dann den allseits beliebten Bremskraftregler ausbauen. Also und jetzt nochmal, um darauf einzugehen, für den einen oder anderen, den es vielleicht interessiert, wir haben hier den Innenschweller mit 1,5 mm Blech geschweißt, dann von innen einmal 075er und von außen auch einmal 075 und das einmal noch einmal komplett rumgebogen. Also das sollte auch wieder halten. Das ist das gute Stück. Ja, vielleicht kennt es der ein oder andere, hat schon mal gemacht. Aber ja, das Ding ist zwar noch heile, aber es wird jetzt trotzdem einmal mitgetauscht. Und ja, wer es kennt, die Schrauben hier oben sind definitiv schon rund. Da, ja, wurde mir freundlicherweise schon mal dran gedreht, um das wieder auszuschließen, dass das definitiv nicht funktionieren wird, weil das auch irgendwie nie funktioniert, die Schrauben einfach wieder zu lösen, weil es innen irgendwie aneinander festgammelt und deswegen wird das dann doch die harte Tour, denke ich mal, wieder werden. Fangen wir hier an, einmal Genau. die Leitung alle zu lösen. Genau, die vier aus dem Bremskraftregler. Ja, wie in einem anderen Video schon mal gezeigt, glaube ich, haben wir ja hier mal so eine Stopfen gebaut zum Verschließen, dass die Suppe da jetzt nicht lange ewig rumläuft. Zumindest die nach vorne kann man dann so abdichten, halt, dass der Behälter vorne nicht leer läuft. So, das sollte zumindest nach vorne hin erstmal dicht sein. Ja, jetzt kümmern wir uns gleich nochmal um die oberen zwei. Die vier Leitungen sind abgeschraubt. Aus den anderen zwei oberen kam jetzt auch nichts weiter mehr raus. Das wird bestimmt schon durch das Ding hindurchgelaufen sein vorhin. Und jetzt fangen wir einfach mal an, da die Schrauben auszubohren, weil, wie man vielleicht sieht, die sind auch schon rund genuckelt, wie das halt immer so ist. Die gehen nicht heile raus. Ja, vielleicht hat er irgendwie noch einen Tipp und kann das gerne mal in die Kommentare schreiben, der das schon mal gemacht hat, vielleicht einen einfachen Weg dafür hat. Also schnappen wir uns jetzt hier einen 10er Bohrer und versuchen wir unser Glück. Wir haben uns jetzt doch dazu entschieden, die Achse komplett mit Achsböcken abzunehmen. Das ist das, was ich eigentlich vorher vermeiden wollte, aufgrund der Angst vor der Spurverstellung. Aber es scheint jetzt doch der schlauste Weg zu sein, um den Kollegen jetzt hier, wir haben jetzt hier schon gebohrt und gemacht und getan, zu lösen. Aber ja. Wir schauen gleich mal, dass wir die dann auch abschrauben und dann geht's hier weiter. So, das erste Lager ist hier mit ein bisschen Ausbohren auch relativ schnell schon rausgefallen. Wir haben ja hier tatkräftige Unterstützung inzwischen bekommen von dem Herrn Max Classics. Grüßt euch. Ist auch wieder dabei. Das erste Mal sogar auf unserem Kanal dabei. Ja, und die andere Seite hat auch schon fleißig hier gebohrt und jetzt lässt sich das wohl schon leicht rausschlagen. Dann gucken wir mal, ob das geht. Der Bohrt habe ich jetzt gerade ich. Aber egal. Ach so, gebohrt hast du noch gar nicht. Nee, ich habe einfach mal geschlagen.
Ah gut, das kommt doch schon. Naja. Das ist wirklich richtig im Arsch, das Ding. Habe ich echt noch nie erlebt, dass die so abgammeln und dann einfach sich das Gummi schon von der Hülse an sich löst. Unglaublich. Ja. Mal schnell Lager rausmachen. Das ging wirklich schnell, habe ich noch nie erlebt. Dabei wird hier hinten noch versucht, immer noch den Bremskraftregler vom Achsbock zu lösen. Genau. Mittlerweile haben wir ein 10er Loch. Also mit 8 angefangen, danach 10er Loch. Jetzt gehe ich gerade nochmal mit dem 12er Metallbohrer rein. Ein kleines Stückchen fehlt noch und dann müsste die Schraube an sich auch erstmal weg sein und dann könnten wir Glück haben, dass wir den gedreht kriegen oder rausgeschlagen oder. Ja, über das Gewinde von der zweiten Schraube dann einfach abdrehen können. Genau, also irgendwie 1-2 mm muss ich noch. So der Plan. Und dann sollte das gehen, hoffentlich. Diese Bohrmaschine ist der Hammer. Jetzt müsste ich prinzipiell genau durch sein. Und jetzt könnte man halt versuchen, irgendwie nochmal mit Gewalt da dran rumzufuhrwerken. Ja, also das hat es tatsächlich jetzt gebracht. Also die alte Schraube hier ist komplett ausgebohrt jetzt, weil wir beim ersten Mal nicht mittig getroffen hatten, bin ich ja mit dem 12er jetzt zum Schluss nochmal durch und der hat jetzt die ganze Schraube bis ganz unten weggefräst und jetzt funktioniert das auf jeden Fall mit dem Schlagen. So, und das Gewinde scheint sogar noch schön sauber zu sein, Gott sei Dank. Gut, das andere haben wir jetzt ein bisschen angebohrt, aber ja, passiert. Da müssen wir jetzt mal irgendwie versuchen, die Schraube rauszukriegen. Das könnte auch noch interessant werden. Ja, ansonsten trennen wir das hinten alles ab und schweißen eine neue Mutter drauf und dann ist auch gut. Genau. Das ist vielleicht sogar der einfachere Weg am Ende, um sauberes Gewinde wieder zu haben. So, jetzt haben wir hier nochmal kurz die Bremsleitung auch mit weggeschraubt und jetzt sollte das jetzt hier einmal mit einsägen, danach versuchen wir das einzuschlagen und rauszuschlagen, auch getan sein, erfahrungsgemäß. Aber ja, mal schauen, was Max jetzt hier so fabriziert an der Säge. Jetzt haben wir das Ganze eingeschnitten und jetzt werden wir mal, oder wird Max mal versuchen, das hier ein bisschen einzufalten, dass wir es rauskriegen. Immerhin später, wenn das Ding raus ist. Die Hülsen sind ja jetzt auch rausgeschlagen, wie wir schon gesehen haben. Und ja, jetzt geht es nochmal daran, die zwei Bremsleitungen hinten in der Achse auch einmal kurz mit neu zu machen. Und ja, hier im Achsbock, wo wir uns ja leicht verbohrt haben, ist hinten auch schon wieder eine Mutter drauf geschweißt. Das passt auch wieder vom Abstand her. Und ja, jetzt werden wir versuchen, entweder die Reststücke hier passen noch, daraus was zu biegen. Ansonsten nehmen wir aus dem Ring was und bödeln da selber zwei Muttern drauf.
Als nächstes wollen wir hier die Hinterachslager wieder in die Achse reinpressen. Die Achse ist inzwischen jetzt auch wieder drinne und einmal ringsum befestigt mit den vier Schrauben. Und ja, theoretisch wäre jetzt der nächste Schritt, wo wir angreifen wollen, die Bremstrommel hinten. Uns doch dagegen entschieden, weil die Belege doch noch echt gut aussehen, das nicht zu machen. Heben wir uns jetzt auf, wenn nachher das Ganze beim Entlüften hier der Zylinder noch irgendwie Schaden nimmt, dann oder kaputt gehen sollte, machen wir den Zylinder noch mit. Aber ansonsten sieht das doch noch alles ganz gut aus und dann werden wir es jetzt auch wieder zusammenstecken und unterm Auto vielleicht dann den Bremskraftregler, den neuen wieder einbauen und dann ist es theoretisch noch die Bremssäule wieder rein, also die Handbremssäule und entlüften. Geht es noch mal als letzten Schritt ans Entlüften. Die Bremsanlage ist soweit wieder zusammen, aber noch hier alles wieder festgeschraubt, die Feder wieder rein und jetzt geht es noch mal ans Entlüften. Und wenn euch diese Art von Video auch gefallen hat, dürft ihr es gerne mal in die Kommentare schreiben oder ein Like da lassen. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.